Willkommen heute hier aus Magdeburg und damit herzlich willkommen zum Sonntagnachmittagsspiel. Heute zur Begegnung zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Heute dem Duell zwischen dem Tabellen 15. und dem Tabellen 14. Bereits klar ist, dass Sachsen-Anhalt auch am Ende des 15. Spieltages auf Platz 15 bleibt, da Mecklenburg-Vorpommern gestern Abend das Spiel nicht bepunkten konnte. Dementsprechend hier und heute geht es darum, den Hinrundenabschluss ordentlich auszuführen für dieses Team. Brandenburg dagegen, ja, Tabellen 14. Hatte man sich am Anfang der Saison ein bisschen anders vorgestellt. Klar, durch die Kaderdünne des Teams vielleicht auch ein bisschen verschuldet. Hoffen natürlich darauf, in der Transferphase oder besser gesagt in der Neunominierungsphase den ein oder anderen Spieler nochmal neu nominieren zu dürfen. Gucken wir mal, ob es bei den Brandenburgern auch der Fall ist oder eben nicht. Sachsen-Anhalt hat dasselbe Problem. Wenige Spieler, wenige konnten nominiert werden. Hoffen natürlich darauf, dass in der Rückrunde der ein oder andere Spieler nochmal nominiert werden kann bzw. sollte. Sachsen-Anhalt in den weißen Trikots gegen Brandenburg in dunkelblau. Für diejenigen, die noch nicht so häufig die Landesliga verfolgt hatten. Beide Teams unten in der Tabelle einzuordnen. Sachsen-Anhalt, das Team, was die schlechteste Offensive hat mit aktuell 4 Toren in der Liga. Während das Team aus Brandenburg, ja, 13 Tore in der Offensive hat. Defensive ist bei beiden Teams ähnlich. Brandenburg mit 27 Gegentoren und Sachsen-Anhalt mit 29. Natürlich beide Teams auch darauf bedacht, hier und heute eventuell nicht grobe Fehler machen zu müssen oder zu können oder beides. Denn, wie erwähnt, da ist natürlich bei beiden Teams momentan nicht so viel Positives zu sagen. Im letzten Spiel Sachsen-Anhalt 0-5 verloren gegen die Bayern. Brandenburg mit dem Punktgewinn gegen Sachsen hier im Abseits. Mit dem Punktgewinn gegen Sachsen hat man wenigstens sein Punktekonto bislang besser gestaltet. Natürlich mit einem Sieg heute der Brandenburger kann man an dem einen oder anderen vorbeiziehen. Unter anderem am Saarland kann man vorbeiziehen. Man kann an Thüringen vorbeiziehen. Und auch, ja, nee, an den beiden tatsächlich. Schleswig-Holstein nicht, die haben ein besseres Torverhältnis. Die im Spiel am Freitag knapp verloren haben mit 1-0. Natürlich die Tabelle und alles drum und dran. Am Ende des morgigen, sag ich schon, des spätrigen Spieles, nämlich dem Spiel zwischen Baden-Württemberg und Hamburg. Andrich. Und Meier nach vorne, schade. Schade, spielt den nicht quer. Andrich, Eisfeld, und dann ist der Pfosten und schade mit dem Abstauber. 1-0 Brandenburg. 5. Saisontreffer für ihn. Die mitgereisten Brandenburger natürlich begeistert in diesem Nachbarschaftsduell. Erster Ball erstmal ans Aluminium, der zweite geht dann rein. Wie gesagt, Abstaubertor, schade in der Hinsicht. Natürlich ein Goalgetter, der weiß, wo das Tor steht. Und so ist es, das 1-0 in der 20. Spielminute für Brandenburg. Natürlich ergibt sich jetzt die Frage, was die Sachsen-Anhaltiner daraus machen. Eisfeld. Und das ist Winkler. Bayer. Andrich. Guter Pass nach vorne. Schade. Schade mit dem nicht 2-0. Müller da zur Stelle. Bleibt da cool. Bleibt da souverän. Hat den Ball abwehren können. Meier. Und Schneider. Eisfeld und wieder Schneider. Aber diesmal Dittrich dazwischen. Sieb. Niemeyer.
Ja, Duell gegen Schneider hier, der Sieger. Krüger, bislang der einzige Torschütze des Teams. Sieb. Und das ist Lüder! Mit der Möglichkeit, Mennel kehrt ihn zur Ecke. Ecke Sachsen-Anhalt. Natürlich, die wollen das schnell machen, die wissen, vielleicht ein bisschen unorientierte Hintermannschaft, aber eigentlich stehen die da souverän allesamt. Also Ecke Sachsen-Anhalt, Seguin mit der Flanke, Kastenhofer, ja, bisschen zu wenig Schwung im Kopfball. Schröter und Kapstein dazwischen. Kontermöglichkeit jetzt vielleicht für das Team aus Brandenburg. Aber sie gehen das ruhig an. Sie wissen, sie führen hier, kein großes Risiko eingehen. Das könnte dann zum Sieg führen. Bayer und Schade. Guter Pass rüber auf Winkler. 2-0. Zweiter Saisontreffer für die Nummer 22. Wir hatten beim Berliner Spiel davon geredet, über Nervosität des Kaders. Bei diesen beiden Teams, wie schon erwähnt, die Kader eh schon sehr dünn. Also von daher, da wird da kaum Nervosität bei beiden sein. Da werden sie natürlich sich freuen, wenn der ein oder andere nochmal nachnominiert werden kann, beziehungsweise jetzt dann nachnominiert wird. Winkler hier mit dem 2-0. Brandenburg hat hier vieles im Griff. Andersrum, die Brandenburger hatten auch schon gegen Mecklenburg-Vorpommern in dieser Saison alles im Griff. Und dann ist das Spiel auf links gedreht worden und urplötzlich stand dann an Abschluss ein 2-2 auf dem Tableau. Und wir sehen hier einen Spieler, der verletzt am Boden liegt. Das ist Dittrich. Es wäre natürlich bitter, wenn dann einer der Abwehrspieler auch noch verletzungsbedingt ausfällt. Schade hier. Mit der Möglichkeit, aber die fatale nächste Möglichkeit. Bayer. Bayer und Müller nach Schuss. Und dann ist es wieder drin. 3-0 Brandenburg. Jetzt haben sie ihr drittes Tor. Jetzt haben sie die Sicherheit. Und natürlich zum Unmut vieler Sachsen-Anhaltiner funktioniert das am letzten Spieltag auch nicht. Erster Ball geblockt, zweiter. Ich weiß jetzt auch gar nicht so ganz, wer jetzt das Tor erzielt hat. Also man sieht das hier nochmal. Ja, würde fast schon sagen, hier die Nummer 10. Natürlich haben wir den auch hier in der Kamera eben gesehen. Aber wir gucken mal, ob das auch die Regie so sieht. Es ist Meier, ja, es ist Meier. Meier wird das Tor zugesprochen. Treffer Nummer 1 für ihn. Und Sachsen-Anhalt... Vielleicht jetzt mit dem Tor. Es wäre sehr dringend mittlerweile. Wie gesagt, die schlechteste Offensive aus 14 Spielen. Nur 4 Tore. Andersrum, man hat einen Erfolg gefeiert. Das darf man eben auch nicht vergessen in dieser Saison. Einen Erfolg und das eben gegen den direkten Konkurrenten aus Mecklenburg-Vorpommern. Auf dieses Spiel wird man wahrscheinlich auch in der Rückrunde sehr viel Wert legen. Aber... Brandenburg ist eben jetzt aktuell der Tabellennachbar und da sieht man einfach, dass da vielleicht die Qualität einfach eine andere ist. Erstmal die nächste Möglichkeit hier für Sachsen-Anhalt. Krüger viel zu weit vorgelegt den Ball. Das ist kein Problem für die Hintermannschaft, auch für Eichberger hier in der Hinsicht nicht. Kerbstein. Und das ist Andrich. Nachspielzeit ist eine Minute. Schade, auf Bayer, der auf Eis fällt, aber an Abschluss, ja, vertändeln sie den Ball und an Abschluss ist es der Halbzeitpfiff. Brandenburg führt hier verdient mit 3-0, spielen ihr Spiel runter, Sachsen-Anhalt, man merkt einfach, in dieser Saison läuft so vieles nicht, schade hier auch mit dem Torerfolg, will natürlich wahrscheinlich auch den nächsten nochmal nachlegen, gucken wir mal, ob es ihm gelingt oder nicht, hier steht es zumindest zur Halbzeit, 3-0 für Brandenburg. Durchgang 2 und damit herzlich willkommen aus Magdeburg. Heute zur Begegnung zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Man sieht, das Stadion leert sich langsam. Das Problem einfach das ist, dass die Hausherren es einfach auch wieder heute nicht schaffen, den Torerfolg zu feiern. Wechsel auch direkt zur Halbzeit. Sieb geht, Petersen kommt.
Es fehlt so ein bisschen die Durchschlagskraft bei den Sachsen-Anhaltinern. Und auch hier funktioniert vieles nicht. Im Rückrundenstart kriegt Sachsen-Anhalt es direkt mit Mecklenburg vor, mit Nordrhein-Westfalen zu tun. Aber erstmal hier die Möglichkeit. Und Meier! 4-0. Doppelpack Meier. Der hat in dieser Saison nicht einmal getroffen. Und jetzt macht er gleich 2 Tore. Und natürlich, man hört es hier durchschallen. Buhrufe aus Sicht von Sachsen-Anhalt. Das ist gefühlt Arbeitsverweigerung, werden sie wahrscheinlich hier denken. Also die Situation in der Hinsicht, mit dem Winkel, muss Müller kriegen. Und den kriegt er nicht. 4-0. Brandenburg hat als nächsten Gegner Schleswig-Holstein. Die Minimalisten aus Schleswig-Holstein, wo man im Hinspiel, man darf es nicht vergessen, im Hinspiel einen Punkt geholt hat. Das wollen sie natürlich auf jeden Fall auch wiederholen. Sachsen-Anhalt ja im Hinspiel eine knappe Niederlage gegen Nordrhein-Westfalen. Da ist man noch von vielem anderen ausgegangen als das, was man aktuell in dieser Saison gezeigt hat. Pedersen und Krüger. Krüger, erster Ball geblockt. Zweiten Ball gibt's nicht. Bayer. Und das ist Andrich. Nach vorne, schade. Raus Richtung Flügel, Meier. Meier, gute Flanke und schade mit dem Volley. Fast mit dem 5-0. Aber eben halt nur fast. Wechsel, Eisfeld geht, Kleindienst kommt. Das ist ein Wechsel, der eigentlich schon fast provokant ist. Man spielt, er nimmt einen Mittelfeldmann raus und einen Stürmer rein. Das heißt, man will hier den Gegner wirklich auseinandernehmen am liebsten. Um eben das Torverhältnis besser zu gestalten. Klar, aktuell hat man ein Torverhältnis von minus 10. Und man kann das natürlich auch besser gestalten gegen eben Teams, die eigentlich schlechter rangieren. Und das tut eben Sachsen-Anhalt. Nächste Möglichkeit. Schade, 5-0. Dann läuft der Torwart raus. Gefühlt planlos. Völlig planlos. Und Brandenburg macht das 5. Läuft er raus, schade, sieht natürlich in seinem Skill, ja, da ist der Winkel wieder viel zu groß, viel zu weit offen, 30%ige Möglichkeit und die macht er rein. Treffer Nummer 6 für Schade und das 5-0 für Brandenburg. So viele Tore haben sie nicht mal in einer Partie bislang erzielt. Das ist tatsächlich jetzt bislang die treffsicherste Partie hier in dieser Saison aus Sicht der Brandenburger. Nächste Möglichkeit für Sachsen-Anhalt, aber auch da wieder ein Verteidiger dazwischen. Winkler nach vorne, schade. Und Bayer, nächster Ball, wieder weiter nach vorne, Kleindienst, eingewechselt für Eisfeld. Wie gesagt, haben neuen Stürmer gebracht. Winkler, schade. Und Siersleben dazwischen. Kontermöglichkeit für das Team aus Sachsen-Anhalt über Niemeyer. Ball geht steil nach vorne. Pedersen. Und Jeckel dazwischen. Pedersen. Und weg ist der Ball. Es gibt Eckball. Ecke für Sachsen-Anhalt. Wechsel bei Sachsen-Anhalt. Lindenhahn kommt. Aber man sieht einfach auch, es sind nicht mehr viele Fans hier. 65. Spielminute, Ecke, Sachsen-Anhalt. Lüder. Und schade, klärt den erstmal. Seguin. Und das ist Lindenhahn. Und der Ball ist futsch. Kontermöglichkeit für das Team aus Brandenburg. Aber die machen das hier so ein bisschen jetzt auch ruhiger. So ein bisschen konzentrierter, was aber eben auch hier in der Hinsicht zu Fehler geführt hat. Pedersen. Ball weg. Schade. Gegen Seguin hier der Verlierer. Ja, ein bisschen gröberer Spielverlauf. Und dann gibt es jetzt auch den Pfiff.
zum Foul. Das wird sie jetzt hier nicht ewig durchlaufen lassen. Wechsel, Lüder geht. Wosch kommt. Auf der anderen Seite Eisberger verlässt den Platz. Dafür kommt Bitroff aufs Feld. Und der Freistoß von Seguin. Pedersen. Erstmal wieder Niemeyer. Guter Ball nach vorne und das ist Schröter. Mit der Möglichkeit zum 1:5. Mit der Möglichkeit, einen zweiten Torschützen aufs Feld zu bringen. Andrich geht. Rogoff kommt. Einen zweiten Torschützen aufs Tableau zu bringen. Wie gesagt, bislang ist nur Florian Krüger der Torschütze, der aktuell alle 4 Tore erzielt hat für das Team. Und dann hier einen großen Fehler hier gemacht. Lindenhahn, Lindenhahn! Mendel zur Stelle. Jetzt machen sie es aber ein bisschen zu schlecht, die Verteidiger. Sie laden gefühlt den Gegner jetzt gerade zu Chancen ein. Ecke für Sachsen-Anhalt. Ecke Seguin erstmal weggeklärt. Krüger. Und das ist Wosch, der aber seinen eigenen Mitspieler anschießt. Der seinen eigenen Mitspieler mit Lindenhahn anschießt. Und so weiterhin 0. Und so steht weiterhin die 0 an der Position. Chancen erarbeiten sie sich. Ja, eben dadurch, dass hier Brandenburg gefühlt in den Freundschaftsspielmodus gegangen ist. Winkler und Bayer. Ja, Ball zu unkontrolliert nach vorne gespielt. Lindenhahn und Schröter. Ja, kommt da vorbei. Krüger. Nee, so nicht. Kleindienst. Und Winkler. Kleindienst. Ja, wird von Seguin hier gestoppt zwar. Wosch und Lindenhahn. Und Bitroff hier zweimal der Balleroberer. 8 Minuten noch auf dem Tableau. Kleindienst. Schade, schade, auf dem Weg zum 6. Schade mit dem Dreierpack. 6:0. Da muss sehr viel Aufräumarbeit geführt werden bei Sachsen-Anhalt. 0:6. Im letzten Spiel 0:5 gegen Bayern, gegen den Tabellenführer. Und jetzt 0:6. Was das Team alles durchmachen muss. Davor haben sie die Chance gehabt, am Spieltag Nummer 13 dann einen Punkt oder sogar einen Sieg zu holen gegen Schleswig-Holstein. Und seitdem funktioniert mental wohl gar nichts mehr bei Sachsen-Anhalt. Nächste Möglichkeit. Kein Problem für Männer. Also da ist definitiv viel Aufräumarbeit zur Rückrunde auch angesetzt. Also sehr viel muss hier getan werden, damit man von diesem unteren Platz wegkommt. Man ist schon durch dieses Duell hier gegen Brandenburg, war man gefordert, um zu gewinnen, damit man wegkommt vom vorletzten Platz. Aber da ist man jetzt meilenweit entfernt. Die doppelte Punkteanzahl wird benötigt dafür. Und das ist fast das 7:0. Schade. Und das war nichts. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Also, ja. Eine bittere Partie. Vielleicht einem dadurch erfolgend hier Brandenburg mit dem deutlich hohen Sieg, weil eben Sachsen-Anhalt das so mit sich heute machen gelassen hat. Also eine Demütigung par excellence. Der 3. Erfolg der Brandenburger hier und heute, der deutliche Sieg gegen Sachsen-Anhalt. Hier und heute gewinnt man 6:0. Es ist fast die Hälfte gewesen. Alle Tore bislang von Brandenburg. In einem 6:0 gewinnen sie.